Proteste in Spanien, auf zentralen Plätzen von Madrid, Barcelona, Valencia. Vor allem junge Leute demonstrieren gegen eine politische Klasse, der sie nicht mehr vertrauen. Dagegen, dass in aller Welt die Banken gerettet werden, aber ihre Zukunft, die ihnen geklaut wurde, die will niemand retten. Und über all dem weht ein Wind der fröhlichen Revolte, so ein bisschen der Geist des Tahrirplatzes. Proteste auch in Griechenland und Proteste auch in Paris, wo 20.000 junge Leute vor der Bastille ein Protestcamp aufgeschlagen haben, bevor sie ziemlich handgreiflich von der Polizei vertrieben worden sind. Wäre das auch etwas für uns? Naja, grundsätzlich auf jeden Fall. Dieser Verdruss über eine Politik, die sich als unfähig erweist, zu praktischen Lösungen zu kommen und ein paar Grundsätze hochzuhalten, der grassiert ja auch bei uns. Der ist doch ganz unabhängig von der ökonomischen Lage, die uns sicher von Griechenland und Spanien unterscheidet. Und ich sage das absichtlich so zurückhaltend, eine Politik, die sich als unfähig erweist, zu praktischen Lösungen zu kommen und ein paar Grundsätze hochzuhalten, weil das ist es ja, um das es den meisten geht. Es geht doch den wenigsten um irgendwelche Utopien. Die erwarten sich ja nichts Unmögliches. Es würde den meisten ja schon reichen, wenn sich Politik nicht in leeren Ritualen und ihrem blutleeren Taktieren erschöpfen würde. Und gegen diese Entpolitisierung, ja, gegen diese Politikverdrossenheit der Politiker selbst geht diese Revolte, gegen diese Selbstabkapselung des politischen Betriebs. Und diese Wut, aber oft auch nur diesen stummen Ärger, dieses Kopfschütteln über diese Unfähigkeit, die gibt's in allen europäischen Ländern, auch bei uns und bei uns noch besonders. Und sie ist überall anzutreffen, sogar in den Parteien selbst. Was der Niki Kowal und die Sektion 8 in der Wiener SPÖ letzte Woche ausgelöst haben, das lässt sich ja auch nur so erklären. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Die haben einen Beschlussantrag gegen das kleine Glücksspiel eingebracht. Ist ein nicht ganz unwichtiges Thema, aber natürlich auch nicht das wichtigste Thema. Und haben gesagt, von unseren sozialdemokratischen Grundsätzen her kann man da nur dagegen sein. Und der Niki Kowal hat das auch mit einer sehr begeisternden Rede vertreten. Das war noch gar nichts so Besonderes, finde ich. Heißt es, der Wiener ist mit dem natürlichen Bedürfnis auf die Welt gekommen, dass er ein Metallstückchen in ein Metallkastel schmeißt? Bemerkenswerter war dann schon, dass er damit eine kleine Revolte in der Wiener SPÖ auslöste und am Schluss hat die überwältigende Mehrheit der Delegierten für den kleinen grundsatzorientierten Funktionär gestimmt und gegen die eigene Parteiführung. Und das waren ja keine wilden Audimaxisten, das waren ja viele hunderte einfache Funktionäre der Wiener SPÖ, die da plötzlich revoltiert haben. Und mindestens ebenso bemerkenswert ist die Welle der Begeisterung, die dem Niki Kowal jetzt entgegenschlägt, im Internet, in Zeitungskommentaren etc. Dabei hat er doch nichts anderes gemacht, als plausibel und überzeugend argumentiert und anhand von seinen Grundsätzen dargelegt, was richtig und was falsch ist in einer bestimmten Sachfrage. Und schon schlägt ihm Begeisterung entgegen für dieses Einfache, für dieses eigentlich Selbstverständliche. Und das ist eben und wahrscheinlich sogar in erster Linie ein Symptom für diesen Verdruss, dass dieses Selbstverständliche einfach auch nicht mehr selbstverständlich ist in der Politik, weil in der ist der Normalfall, dass irgendwelche Politiker irgendwelchen Kauderwelsch daherreden und sich in ihrer Taktiererei verstricken, die niemand mehr hören will. Und das ist doch die gleiche Energie wie die, die hinter den Protesten in Spanien steht und denen in Paris, überall in Europa, braucht es nur irgendwelche kleinen Anlässe, einen Funken und schon gibt's Protestcamps mit Zehntausenden, Hunderttausenden Leuten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich komplizierter. Erstens kann man die wirtschaftliche Lage in Spanien und Portugal oder gar in Griechenland mit der unseren nicht vergleichen. Die Länder stecken in einer schweren Depression, ihre Defizite explodieren und man verschreibt ihnen auch noch Sparprogramme, die die Wirtschaft vollends abwürgen. Da gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von 20%, 30%, 40%. Man kann das gar nicht dramatisch genug einschätzen, was das bedeutet. Diese Gesellschaften sind in einer Situation wie wir, wie Deutschland, wie die USA in den 30er Jahren, der großen Depression. Eine ganze Generation kommt nicht in den Arbeitsmarkt hinein, die verlieren, selbst wenn alles gut ausgeht, 10 Jahre. Und so eine Generation, das zeigt auch die Erfahrung der großen Depression, erholt sich nie wieder von so einer Erfahrung. Weil wer mit 10 Jahren Verspätung in den Arbeitsmarkt einsteigt, mit Aufstiegskanälen, die verstopft sind, der steht mit 45 Jahren dann da, wo in besseren Zeiten schon die 30-Jährigen standen. Und der hat Jahrzehnte des Unsicherheitsgefühls erlebt, während in normalen Zeiten die jungen Leute eher erleben, dass sie Chancen haben.
Und eine solche Erfahrung, die steckt einem dann auch ein ganzes Leben lang noch in den Knochen. Der mangelnde Risikogeist, der Pessimismus, den das auslöst, den kriegt man nie mehr los, selbst wenn die Zeiten dann irgendwann mal besser werden. Und wir hier, wir sind da schon in einer anderen Situation. Und viele bei uns würden sich am liebsten auch aus der Solidarität verabschieden. Unser Geld für unsere Leute, trommelt der Strache, und das geht rein bei den Leuten. Kein Geld mehr für die Pleitegriechen und die Südländer, die haben eh Sonne und Meer, was brauchen die noch Geld? Und der erklärt den Leuten, dass wir besser fahren würden, wenn die Griechen wieder die Drachme einführen würden oder sonst wie die Währungsunion auflösen. Und da hat er auch nicht ganz Unrecht, weil eine Währungsunion von so unterschiedlichen Volkswirtschaften, die schafft schon Probleme. Gäbe es unterschiedliche Währungen, könnten die Griechen jetzt ihre Währung abwerten und hätten auch nicht mehr diese Wettbewerbsnachteile, die ihnen den Hals abschnüren. Aber Griechenland ist verschuldet und das ist schon ein wesentlicher Teil des Problems, das wissen ja alle. Aber was heißt denn verschuldet, dass Griechenland Staatsanleihen ausgegeben hat und die halten deutsche, französische und sonstige Banken und die EZB hält die auch und griechische Banken halten die auch, die vor allem. So, und wenn Griechenland jetzt pleite geht, dann sind diese Schuldscheine nichts mehr wert und dann sind viele dieser Banken auch pleite und in einem Dominoeffekt haben wir dann die nächste Finanzkrise. Deshalb versucht man das ja mit allen Mitteln zu verhindern. Aber was würde nun genau passieren, wenn die Griechen den Euro abschaffen würden, wie der Herr Strache das vorschlägt, und dann, was makroökonomisch schon sinnvoll wäre, ihre neue Währung abwerten würden? Dann hätten sie ja weiter die Schulden und die notieren natürlich weiter in Euro, weil in Euro haben sie es aufgenommen und weil sie ihre neue Währung abgewertet haben, sind diese Schulden dann noch höher, dann haben sie plötzlich nicht mehr 150% des BIP an Schulden, sondern 200 oder 250 oder mehr Prozent. Und dann sind sie ganz sicher pleite und dann krachen erst recht die griechischen Banken und dann die anderen europäischen Banken auch und dann haben wir das nächste Desaster. Aber das sagt der Herr Strache nicht dazu, wahrscheinlich weil er es selbst nicht weiß. Stimmt schon, der verkauft die Leute oft auch für dumm, aber manchmal ist er halt selber auch nicht sehr viel gescheiter. Also ich bin mir sicher, der weiß gar nicht, was passieren würde, wenn man seine Vorschläge in die Tat umsetzen würde. Der kann das nämlich gar nicht, 3 Schritte ökonomisch im Voraus denken. Das ist also ein ökonomisch völlig unmöglicher Vorschlag und wenn man ihn umsetzen würde, hätte man binnen kürzester Zeit das nächste Desaster. Wir kommen aus diesem Drama nur raus mit europäischer Solidarität. Aber was heißt schon Solidarität? Da geht es doch gar nicht darum, dass man irgendwelchen Armutsgallen hilft, sondern dass man, wenn man eine Währungsunion schon hat, dafür sorgt, dass die auch funktionieren kann. Und die kann eben nur funktionieren, wenn man Lebensbedingungen angleicht. So wie das im Nationalstaat über den Finanzausgleich auch funktioniert oder über zentrale Institutionen. Anders kann das gar nicht funktionieren. Anders können die Griechen auch nie von ihren Schulden runter. Von den Schulden kommen die nicht runter, wenn die noch mehr zurückfallen hinter die reichen Länder, die kommen nur runter, wenn sie aufholen. So einfach ist das. Und diese Erfahrung haben die Amerikaner übrigens auch gemacht, als der Zentralstaat noch schwach war und es einen reichen Nordosten gab und der Süden immer mehr versumpft ist in Unterentwicklung. Und das haben die dann im New Deal mit massiver Entwicklung des Südens gelöst, dieses Problem. Und da geht es nicht um Teilen. Es war ja nicht so, dass der Norden ärmer und der Süden reicher wurde. Durch die Entwicklung des Südens wurde ja das gesamte Gemeinwesen reicher. Und so müssen wir das in Europa auch machen. Das ist gar nicht so schwer. Aber es ist schwer ohne Politiker, die in der Lage sind, ein paar richtige Lösungen vorzuschlagen. Es ist schwer mit Politikern, die so abgrundtief unterhalb ihrer historischen Aufgabe bleiben. Und weil wir von solchen Politikern regiert werden, so ein kleiner Wind, dieser kleine Wind des Tahrirplatzes, dieser Wind der Puerta del Sol, dieser Wind der Place de la Bastille, auch etwas, was uns sicher gut täte. Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos.